Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Hardware-Video von mir und zwar geht es um Sehstärke-Linseneinsätze für VR-Brillen. Und ja, ich habe eine Lösung gesucht für mein jetziges Problem, denn meine normale Brille, die ist leider ein bisschen zu breit und drückt dann teilweise an den Seiten. Also bei dem normalen alten Cover war es schon ein bisschen, ja, drückt ein bisschen, aber es war auszuhalten. Und jetzt mit dem VR-Cover, was ich bekommen habe, ist es echt unerträglich. Und ja, nach einer Minute kann ich nicht mehr spielen, weil es echt tierisch an den Schläfen drückt und so weiter. Ja, und dann habe ich eine Lösung gesucht und habe die auch relativ schnell gefunden. Und zwar vroptica.de. Das ist eine Firma, die stellt für alle gängigen VR-Headsets Sehstärke-Linseneinsätze her. Und ja, hier sehen wir die ganze Produktpalette. Und ja, die stellen einmal für die Go, für die Samsung Odyssey her oder ja, bald, hier steht der Coming Soon, für die HTC Vive Pro, für die Oculus Rift und für die HTC Vive. Und für die HTC Modelle ist sehr interessant, hier stand es. Also diese Einsätze funktionieren sowohl für die HTC Vive Pro als auch für die HTC Vive. Also wenn ihr beide Modelle habt und ihr wollt das gerne ja, bei beiden nutzen, könnt ihr die einfach immer tauschen. Also ihr braucht nicht unbedingt zwei Paar zu bestellen. Hat auch einen großen Vorteil, finde ich. So, dann kommen wir jetzt mal hier zum Bestellprozedere. Und zwar kann man die einmal als normale Planlinse bestellen, das heißt ohne Sehstärke. Hat den Vorteil, dass wir unsere normalen Linsen schonen können und schützen können. Man steckt die einfach auf und ja, die normalen Linsen können halt erstmal nicht mehr verkratzen. Also ich habe aktuell das Problem. Ja, durch den längeren Gebrauch, besonders wahrscheinlich mit der Brille, haben sich schon leichte, feine Kratzer gebildet. Die sind zum Glück nicht störend, also ich komme noch ganz gut klar damit und sehe sie auch nicht, wenn ich die VR-Brille jetzt aufsetze. Aber wenn die noch tiefer werden, kann es mit Sicherheit ein Problem geben, dass die dann wirklich störend sind und dann kann man, ja, meiner Meinung nach schon fast die Brille erneuern, weil die Linsen kann man so nicht austauschen. Das heißt, es muss eine neue VR-Brille her. Von daher finde ich das gar nicht schlecht, dass die das auch anbieten als normalen Schutz. Okay, ja, zu dem normalen Schutz könnte man jetzt auch noch dieses Zeiss Blue Protect bestellen. Das ist ein Blaufilter, den gibt es glaube ich auch bei Handys. Und zwar ist der relativ gut für Leute, die lichtempfindlich sind. Und das könnte man mit der Planlinse natürlich dann auch zusätzlich bestellen. Also ich habe das jetzt in meinem Set nicht. Und ja, ich bin aber eigentlich trotzdem zufrieden und da kommen wir aber nachher noch beim Fazit. Okay, wenn ihr jetzt mit Sehstärke bestellen wollt, dann müsst ihr echt gucken, sind die Werte, die ihr habt, aktuell oder ist das schon eventuell ein Jahr auf zwei her? Wenn ja, solltet ihr definitiv nochmal zum Optiker oder zum Augenarzt gehen, euch nochmal die Augen checken lassen und ja, euch auf jeden Fall diesen Brillenpass mitgeben lassen. Und ja, die Werte könnt ihr dann hier eintragen und ja, das geht bis zu 16 Dioptrien in beide Seiten, ne, nicht beide Seiten, plus wäre 10 nur, wird dann natürlich auch teurer, weil das Verfahren dann halt ein anderes ist und baut dann halt größer und so weiter. Ist bei normalen Brillen halt auch immer ein Problem, wenn man echt große Dioptrienzahl hat. Okay, ja, das wär's eigentlich. Erstmal, hier ist alles erklärt. Ja, hier steht noch Auswirkungen auf das Bild. Also im Regelfall werden Sie keine Veränderungen wie Verzerrung des Bildes wahrnehmen, da wir Linsen verbauen, wie sie auch in normalen Brillen verwendet werden. Dies führt zwar zu einer etwas höheren Bauform des Einsatzes, beeinflusst das Bild jedoch nicht mehr als eine normale Brille. Also das habe ich auch festgestellt, also überhaupt kein Problem. Ja, Halterung kommen wir auch gleich zu. Das wird alles im Unboxing- und Montagevideo erklärt. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal jetzt hier. Wir gehen jetzt erstmal zum Unboxing-Tisch. Und ja, danach gibt es dann ein Fazit, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Alles liegt bereit. Die Rift ist kabellos. Cover ist abmontiert. Das wichtigste Paket ist auch da. Und bevor wir loslegen, im Gegensatz zum VR-Cover-Video, was ich letztens gemacht habe, filme ich das Ganze jetzt nicht mehr von der Seite, sondern von oben. Und ich erhoffe mir so ein bisschen bessere Übersicht für euch, weil ja, von der Seite war so ein bisschen suboptimal.
Aber manchmal geht es nicht besser, ja, aus Platzgründen in meinem Büro. Da versuche ich jetzt immer ein bisschen zu improvisieren und das habe ich jetzt geschafft. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, schreibt einfach mal unter die Kommentare, ob euch die Kameraposition oben besser gefällt oder von der Seite bei so einem Unboxing. So, Feedback ist immer gut für mich, um die Videos immer besser zu machen. Warum ich überhaupt einen Ersatz für meine normale Brille gesucht habe, hatte damit zu tun, dass ich die VR-Cover zum Testen bekommen habe. Und ja, auch da folgt noch ein Fazitvideo, aber ich wollte die Linsen jetzt vorschieben, weil das Ganze gehört für mich irgendwie zusammen und ich erkläre euch auch warum. Meine Brille, hoffe ich kann es euch jetzt gut zeigen. Gerade bin ich gerade so ein Blindfisch. So, meine Brille passt hier nicht wirklich gut rein. Man kriegt sie rein, aber ist wirklich echt störend an den Seiten. Es drückt nachher so sehr auf die Schläfen, dass es echt wehtut nach einer Minute schon. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann echt nicht sein. Hier passt das Ganze ein bisschen besser. Das ist noch das originale Cover, wo mir hier diese Oberschicht abgegangen ist. Das habe ich jetzt nochmal mit einem VR-Cover versehen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, da passt die Brille auch besser rein. Also man hat an den Seiten ein bisschen mehr Platz als bei dem. Nichtsdestotrotz gefällt mir das Cover hier echt gut und ich möchte es auch gerne weiter nutzen und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, ins World Wide Web eine Lösung zu suchen. Ja, da bin ich auch relativ schnell fündig geworden bei VROptica.de und die haben für alle möglichen Brillen halt diese Sehstärke-Einsätze. Ja, dann würde ich sagen, wir packen mal das wichtige Paket hier aus und dann geht es auch los. Ich würde mal sagen, wir packen jetzt erstmal hier die Cover weg. Die Erklärungen dazu sind ja abgeschlossen, dann haben wir so ein bisschen mehr Platz. So. Hier haben wir einmal Zeiss Brillenreinigungstuch. Also einmal, zweimal. Dann haben wir nochmal ein Reinigungstuch, ein feines. So, kennt ja jeder diese Brillentücher, sag ich mal. Und jetzt haben wir die Linsen selber hier. Und warum ich lache, hier steht Herr Fun drauf. Danke, VR-Optiker, den werde ich mit Sicherheit haben. Also das ist die linke Seite. Hier ist die rechte Seite. Okay, dann würde ich sagen, ich schau mal, dass ich eine Seite schon mal hier montiere. Oder euch auch erstmal die Linse zeige. Also, ich hoffe, wird das gut eingefangen hier. Wir haben hier Haltepunkte. Ich denke mal, in der Rift haken die sich irgendwie unter. Also, man muss nichts schrauben oder so. Also, die werden einfach nur draufgepresst und halten dann auch, glaube ich. Wir haben hier eine abgeflachte Seite und wenn man in die Rift guckt, sieht man hier auch eine abgeflachte Seite. Hier ist die Linse ein bisschen gebogen und genau das sieht man halt auch an dem Einsatz. Jetzt versuche ich den mal draufzusetzen. So, ich versuche das ein bisschen auch sichtbar zu halten, aber ich denke mal, ich verdecke viel mit meiner Hand, aber ihr seht, ich habe die jetzt aufgesetzt, die sitzt. Ich drehe um, fällt nicht runter. Baut jetzt natürlich ein bisschen höher, ihr seht den Unterschied jetzt. Aber ist ja auch ganz klar, ist ja auch ein Halter und mit einem Brillenglas drin. Aber trotzdem soll es nicht stören. Also das verspricht der Hersteller auf der Homepage, dass da eigentlich keiner Probleme haben sollte. So, jetzt setze ich die zweite mal auf. Oh, ganz vorsichtig, wie ein rohes Ei muss das behandelt werden. So, dann setze ich das nächste auch mal an. So, wird draufgesetzt. Und fertig. Also ihr seht, die Montage ist echt einfach.
Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit und ja, was soll ich sagen? Ich will nichts anderes mehr. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit der Brille hier in die VR-Welt einzutauchen. Ich will echt nur noch diese Sehstärke-Linseneinsätze benutzen, egal ob jetzt bei der Rift oder bei der Vive. Also für die Vive muss ich mir das unbedingt auch noch irgendwie ordern, weil ich kann es mir nicht mehr vorstellen, mit der Brille in VR einzutauchen. Das Anziehen der VR-Headsets ist mit Brille so viel unbequemer und umständlicher. Ja, Leute, die jetzt keine Sehhilfe brauchen, werden es wahrscheinlich nicht so ganz verstehen, aber können es nachvollziehen, dass man echt sehr umständlich die Brille anziehen muss, weil ich muss immer erst so, dann muss ich mir das Headset nach hinten ziehen und ohne das Teil, ich probiere es einfach mal, zack, dran, fertig. Nur noch die Dinge, die Schlaufen hier festmachen und schon ist man drin. Das geht mit einer normalen Brille halt nicht. Und mir ist auch schon öfters passiert, dass beim Ausziehen des VR-Headsets mir die Brille wirklich runtergerutscht ist und runtergefallen ist. Ist natürlich für Brillen auch nicht sehr gut, besonders bei Kunststoffgläsern. Die zerkratzen natürlich auch relativ schnell. Das ist nicht so gut. Von daher, ich möchte echt nichts mehr anderes. Ich habe das jetzt echt ein paar Tage getestet und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Die Leute, die eine Sehhilfe brauchen, bestellt euch die Teile, wenn ihr das noch nicht habt. Die Qualität ist einfach hervorragend. Also ich habe mit keiner einzigen Brille so gut in der VR-Welt sehen können, wie mit den Sehstärke-Linseneinsätzen. Also ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich sehe viel klarer als mit der normalen Brille. Ich habe jetzt drei Brillen probiert, also ältere Versionen auch, und da war echt keine so gut wie die mit Kontaktlinsen. Habe ich es auch hingekriegt, also da war es auch gut, aber ich möchte nicht jedes Mal eine Tageslinse einsetzen, um jetzt VR zu spielen, also ist jetzt nicht so toll. Und deshalb sind die Linseneinsätze echt mega und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare oder besucht uns einfach im VR-Pack Discord. Der Link steht unten in der Beschreibung. Aber ihr könnt auch gerne unter den Kommentaren schreiben. Ich freue mich immer über alle Nachrichten und ich versuche auch alles so schnell wie möglich zu beantworten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Video hier gefallen hat, Like raus. Wer noch kein Abo gegeben hat, ein Abo. Und es gibt ja noch die Glocke, die könnt ihr auch noch aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was meine Videos angeht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schönen Abend noch. Ciao.